Und jetzt kommen wir am Schluss zum Journaling Doodles. Ja, ich habe hier schon das andere Journaling-Stickerbuch, wo mehr so funktionale Sachen drinnen sind, und habe mich damals noch dagegen entschieden, obwohl ich das auch hätte kaufen können, weil auf der PlannerCon hat Craftelier das ja auch gehabt. Und falls ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, bei wem ich bestellt habe, es war Craftelier. Ja, in den ganzen anderen Videos werden wir die Info jetzt nicht ausbringen, aber es ist auch nicht so wichtig. Ja, also das hat es natürlich damals auch schon gegeben, aber da habe ich mir ein bisschen dagegen entschieden, weil man gedacht habe, na, das brauche ich nicht. Gell? Es geht mir nicht um die dekorativen Sticker, sondern es geht mir um die funktionalen. Aber ich habe es mir jetzt einfach noch einmal angeschaut, und es sind auch da genug funktionale Sachen drinnen, und es sind vor allem einige Sticker drinnen, die man einfach quasi ausmalen kann. Und das hat mir dann irgendwie auch so gut gefallen, und deswegen, ja, durfte das auch noch mit. Da es ist sehr viel Goldfolie drinnen, was allerdings in dem anderen Doodle-Buch auch ist, also dem Journaling-Buch. Da gibt es eben auch immer eine Seite mit Folie und eine Seite ohne Folie. Gell? Ja, da muss man ein bisschen durch als Luch, aber schaffe ich schon. Genau, da gibt es einmal diese Kreise mit den Blättern. Dann eben, das wären solche Sticker, die man jetzt durchaus auch einfach anmalen kann. Aber wenn man mal ein schwarz-weißes Spread macht, dann lasst man sie so, wie sie sind. Was ich bei solchen Doodle-Sachen eh meistens sehr charmant finde, wenn das einfach nur schwarz-weiß ist. Ja? Aber eben solche Pflanzen einfach als Deko oder als Signifier, gieß mal deine Pflanzen wieder, sie haben es notwendig. Na, kleiner Elefantenfuß, was sagst du dazu? Aber ich glaube, den habe ich das letzte Mal gut gegossen. Dann das Ganze noch einmal in Gold. Ja, dann haben wir diverse Bubble Tea und Kaffeesticker. Ja, wie gesagt, ich habe es irgendwann letztens schon einmal gesagt, können wir bitte einfach dieses Kaffee-Ding sie da weglassen und Leute sich einreden lassen, dass der Kakao oder Tee drinnen ist? Na, aber wurscht. Irgendwann werde ich auch jemanden finden, der so kaffeesüchtig ist, dass er meine ganzen Kaffeesticker haben kann. Dann entzückende Wettersticker. Bitte, ist diese Sonne mit diesen Wolken herzig und auch die Wolke, die regnet? Ich bin hingerissen, echt. Und den dann, den werde ich mir für morgen dann gleich eintun, weil morgen soll es ja wieder schneien. Yay! Dann wirklich, wirklich hübsche schwarz-weiß Blümchen. Die, glaube ich, werde ich nicht anmalen, weil die sind sehr, sehr fein und so. Und ich finde sie in schwarz-weiß so hübsch, dass ich mir denke, na, na, das kann schon so bleiben. Und auch vorbereitet, dass man sie gleich an der Kante auch kleben kann. Finde ich super. Und da gibt es noch in Gülden. Ja, also so um die Weihnachtszeit schaffe ich das mit Golden eigentlich immer ganz gut. Dann Stationery und Brillen. Finde ich auch super. Briefe und hinreisende Schreibmaschinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einmal irgendwie wieder, also Arbeit kann ich damit markieren, Blogposts kann ich damit markieren. Also gibt es genug Sachen, kann ich sogar was eingeschreiben, was ich machen möchte. Dann haben wir ganz viele Happy Planner. In irgendeinem Video habe ich das schon gesagt, gell? Arbeitsplaner ist ja mit Discs und vielleicht mit Umständen, vielleicht, möglicherweise, auch privat irgendwann einmal jetzt wieder. Dann, das finde ich auch sehr cool, weil ich mache ja jetzt immer so eine Seite am Ende des Monats oder am Anfang des Monats, wo ich dann aufschreibe, was ich gerade lese, was ich schaue, was ich höre und so. Und da hätte man eine schöne Reading List. Also das gefällt mir auch sehr gut. Und diese Pushpins sind auch super. Herzen. Ja, mein, ich habe ein ganzes Stempelset mit lauter Herzen. Gell? Verwende ich kaum einmal, aber haben, weil eh schon wissen. Gell? Dann wieder so Kreise, noch einmal Kreise mit Dingen. Die finde ich fast ein bisschen leichter als nur die Kreise, weil da wenigstens der Platz von Dekoration noch eingenommen wird. Wenn ich nur den Kreis habe, wie gesagt, dann habe ich meistens da rundherum auch noch ganz viel Platz, den ich nicht nutzen kann. Awards, da kann man sich einen Badge geben, wenn man was super klasse erledigt hat. Ja, könnte ich mir im Augenblick gerade jeden Tag aufkleben, habe überlebt. Nein, ich meine, so schlimm ist es auch nicht, aber ich arbeite wirklich sehr viel, ja. Dann, was höre ich gerade, würde hier super passen. Dann Thumbs up, Thumbs down, wobei ich die eigentlich immer so einklebe. Süße kleine Blümchen, also das wäre auch wieder total süß, um sich Top 3 zu markieren, weil die einfach so klein sind, dass das durchaus machbar ist.
bisschen Washi-Tape, Telefone, Karten, Anrufen und was ich nicht, Notizbuch planen. Sticky Notes, das mag ich total gern, um auch in einer Timeline einfach einmal reinzuschreiben. Relax, vielleicht, raste dich aus. Die sind auch super. Layering Circles mag ich alle. Und die haben auch coole Muster drinnen. Boxen in verschiedenen Dings. Man Fall Photoshoot. Weiß ich nicht, ob ich jemals einen Fall Photoshoot haben werde. Aber vielleicht mit dem Kater. Ja, schauen wir mal. Nepomuk, was sagst du dazu? Gar nichts. Gut, noch einmal so weiter. Summer Bucket List. Das ist vielleicht fast ein bisschen störend, dass die Sachen da drinnen stehen. Andererseits kann man sie aber leicht ausschneiden und da dann vielleicht einen Sticker herkleben, der sagt To Do und da stehen dann die To Do's drinnen. Muss man nur ein bisschen kreativ sein, gell? Das ist ja vielleicht witzig. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll, aber es ist witzig. Möglicherweise ist es Fasching. Also für Fasching könnte man es verwenden, ja? Have a Garage Sale, also eben so lauter Dinge, wo ich mir denke, kann das echt jeder brauchen? Also nämlich auch in den USA, abgesehen davon, dass wir das wahrscheinlich in Europa eher selten haben. Ja, aber kann man das wirklich durchwegs brauchen? Ein Geburtstagsdings mit ganz vielen Ballons wieder. Ich liebe Ballons, habe ich schon mal gesagt. Die Weider, noch einmal die Weider. Und das sind Strips von oben nach unten, was ja auch nicht so oft vorkommt. Kann man eben schön auf der Seite oder zum Trennen von der Zeitlinie mit der To-Do-Liste oder so fürs Bullet Journal wieder super cool. Ja, und das war's mit den Journaling Doodles.